Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg. Mit Angmar, wohlgemerkt. Ja, genau das. Und dann gucken wir doch gleich mal, wo wir letztens stehen geblieben sind. Tatsächlich haben wir schon so einiges, einiges eingenommen. 12 Territorien in total, also insgesamt. Und ja, ich glaube hier, Rudau haben wir letztens verloren. Da stehen plötzlich eine ganze Menge an Horden rum. Und auch ein paar Elben. Da habe ich großartig verkackt. Aber ist noch in Ordnung. Ich baue jetzt hier einfach mal ein paar Mühlen, um aus den Miesen irgendwann in ferner Zukunft aus den Miesen rauszukommen. Und dann werde ich einfach weiter marschieren. Ich weiß nicht, ob ich diese Armee hier splitten soll. Wegen Eomer. Weil ich halt die nördlichen Höhen eigentlich gerne behalten würde. Ich glaube, das mache ich auch. Ich splitte die. Ja. Und dann greife ich da an, um mir das Land zurückzuholen. Und geh noch in den hohen Pass. Und da kommen noch mit Truppen rein. Passt. Morgmir bleibt im Bruchtal. Oh Gott. Na gut. Wir gewinnen überall, wo wir hin sind. Nur im Bruchtal müssen wir verteidigen. Aber das... Oh, 7 Kankra mit 7 Nahkämpfern. Reiter. Aber wir haben eine Menge Helden. Wir haben Karsch, wir haben meinen Flammzepter-Magier und Morognir. Das Schöne ist, irgendeiner sagt, Karsch ist ein sauguter Held, später, wenn er hochgelevelt ist. Warum, weiß ich nicht, aber er soll ein sauguter Held sein. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das bewahrheitet. Aber ich denke mal schon. Weil er so schlecht gar nicht ist. Insgesamt, denke ich. Na, mal sehen. Auf jeden Fall habe ich hier 3 Helden, eine Menge Zeugs. Ich bin nur gespannt, wo meine Gegner alle spawnen werden. Auf der Karte. Aber das sehen wir jetzt dann und dann. Das wird dann schon. Okay. Übrigens. Ah, richtig. Uns gehört ja Bruchtal. Ja gut, dann müssen wir ja nur über die Brücke. Ist ja dann gar kein Problem. Letztens hat jemand erst kürzlich. Einen Kommentar geschrieben und gefragt, ob, oh, Riesen rufen, das ist ja mal immer, ob ich als nächstes mit Isengard spielen kann. Und ja, da spricht nichts dagegen. Ich freue mich tatsächlich schon drauf, mit Isengard zu spielen. Kann ich die Bömmchen benutzen? Und dann unterwerfen wir Mittelerde mal mit Isengard, Urux, Lurz und Saruman und Co. Ja. Das Schöne ist, die machen nur die Infanteriekostenteile hier, die Statuen kaputt. Und ansonsten ignorieren sie eigentlich das Tor, soweit ich weiß. Das ist sehr schön für uns. Ja, ja, das Blutvergießen hat begonnen. Zeig mal her. Mach du mal das da. Wo ist denn... Ja, genau. Na? Okay, das war gar nicht so schlecht. Dann machst du noch einen Feuerball. Dann das Lichtinferno hinten drauf. Ja, es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Kannst du das nicht auf die Kankra machen? Ich glaube, das schaut extrem gut aus. Wir haben sogar noch einen Feuerball. Und ja, wir verlieren gerade ein paar Truppen, aber wir zerstören auch eine Menge Armeepunkte des Gegners, also sollte das alles gar kein Problem sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Wieso habe ich jetzt hier so viel Sicht? Irgendeiner dieser Helden muss enorm viel Sicht haben. Ich frage mich, ob es Karsch ist.
Lass uns das mal checken. Ob es Karsch ist, der so ewig weit sieht. Unser neues Gebäude ist fertig. Sieht so aus, schaut's euch mal an, was der Weitsicht hat. Obwohl. Weiß nicht so recht. Na, bin mir nicht so ganz sicher, ob er es wirklich ist. Aber es könnte sein. So, dann schau mal. Das hat er echt noch getroffen. Unglaublich. Karsch hat Probleme, den ziehen wir jetzt mal zurück. Au, warte. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das hat gut geholfen. Das machen wir gleich nochmal. Ah, Karsch stirbt. Schade. Muss man wiederbeleben. Das ist halt teuer. Aber es geht tatsächlich. Ich hätte gedacht, das zählt mehr Kosten. Ja, mehr als A-Moven muss ich hier jetzt auch eigentlich gar nicht. Das ist gerade richtig schön. Du kannst da einen Feuerball draufhauen. Sehr schön. Ja. Ah, das passt so schon. Da erweitern wir die Halle der Krieger? Könige? König. Des Königs. Nicht der Könige, des Königs. Und ja. Das wird schon irgendwie. Richtig viel Power gegen Gebäude hatte der Schlichtenferno jetzt nicht. Aber na gut, ist auch egal. Muss ja nicht sein. So, werde ich mal. Ich muss ja eigentlich wirklich bloß noch diese beiden Gebäude zerstören. Wenn er kein Baumeister mehr hat, stirbt er dann. Was haben wir hier noch? Ah, Bogenschützen. So, noch eine Halle des Königs ist fertig. Sehr schön. M für Mühle, oder? Ja, furchtbarer Hotkey. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie schlecht ich den finde. So, Feuerball. Wie viel Schaden macht der? Oh, kann sich sehen lassen. Das Schöne ist, dass wir die ganzen Numenor-Bogenschützen, schwarzen Waldläufer meine ich, dass wir die alle behalten haben. Numenor-Bogenschützen, ja. Ne, wären ja die guten. Schwarze Numenor-Bogenschützen, wenn dann. Aber die haben die haben alle überlebt, so ziemlich zumindest. Und das heißt, es reicht einfach hier die schwarzen Numenor zu machen mit Bannerträger und gut ist. Das heißt, ich brauche die Halle des Königs nicht auf Stufe 3 upgraden. Super Sache. So. Da, plus 3, plus 5 oder so. Wie viel macht das gehört? Das sehe ich nicht mehr. Aber halt nicht viel. Ja, passt schon. Die Morhul-Klinge von Morokmir macht doch zu einem Grabunhold. Ja, genau. Hotkey L, der ist auch furchtbar. Aber jetzt zeig mal. So, der ist jetzt hier vergiftet. Und der wird zu einem Grab. Wow. Grabunhold. Sehr schön. Weil die sind gar nicht so schwach. Also sie können ganz ordentlich tanken. Sie haben diesen Life Leech, denke ich mal. Wenn ich mich da nicht irre. Also das ist schon sehr nützlich. Ja, das ist mein Feuer. Wo ist denn der Grab? Ah, da ist Karsch wieder. Der Grabunhold, da ist er ja. Ja, 1000 Gesundheit, das ist gar nicht so schlecht. Ist wie so ein Mini-Held. Nichts super Starkes, aber auch nicht schlecht. Moment. Das Gehöft bringt doch sicher Erfahrung, oder? Jetzt schauen wir mal. Wie viel Erfahrung bringt das Gehöft? Oh, das hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber ist natürlich auch bloß eine Farm. Eine Festung ist geil. Ich hatte das mal, ich weiß nicht, ob es bei Herr der Ringe 2 oder Hexenkönig war. Aber irgendwo, wie gesagt, war das mal. Wenn man eine Festung mit dem Helden zerstört, der ist halt Stufe 1, dann kriegt der so einen krassen Levelboost. Ich glaube, der war dann instant auf Level 5 oder so. Also schon ziemlich nice. Da fällt mir ein, die da bin ich eigentlich Bannerträger N. N kann ich gerade noch so erreichen. Wo sind die anderen? Da. B
Wenigstens Bannerträger sollten sie haben. Das kann nicht schaden. Warte mal, wenn der das, das Gasthaus hat, dann ist das schon sehr blöd. Ja, ja, mein armer Baumeister. Was wird das hier? Das ist nicht von mir. Okay. Haben wir gewonnen. Easy Defense. Das war echt einfach. Also Angmar ist schon ziemlich stark. Hat was. 4,46, auch wieder ein sehr schönes, eine sehr schöne Ratio. Ja, da gehört uns halt. Bald gehört uns Arno, dann bekommen wir irgendeinen geilen Bonus. Rabatt beim Bau von Gebäuden, das ist halt heavy. Vor allem, wenn man dann Gebäude wie Türme oder Festungen baut oder Schmieden, man spart halt Kohle bis zum geht nicht mehr. Und die Kohle kann dann entweder in Upgrades gehen oder in zusätzliche Einheiten. Das ist schon richtig, richtig mächtig. Die Bonus-Gasthauseinheiten sind natürlich auch nicht schlecht. Ne? Und wenn wir Eriador unterwerfen, was auch schon bald der Fall sein wird, dann kriegen wir zusätzliche Rohstoffe. Dann sparen wir nicht noch, nicht nur noch Rohstoffe, sondern wir kriegen noch zusätzliche dazu pro am Anfang der Schlacht, was halt dann unglaublich stark ist. Weil da haben wir noch mehr Geld zum Ausgeben. So, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das am besten splitte. Ich glaube, das passt. Der geht dahin. Jetzt wird es dann aber langsam knapp hier. Na, schauen wir mal. Morgen bleibt schon wieder ein Bruchteil. Das lernt der Gegner nie. So, da speichern wir jetzt aber mal ganz kurz ab. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal. Mach mal die Schlacht. Da haben wir einen Troll, Katapulte, einen Haufen Leute. Das sollte schnell gehen. Gegen Boromir, glaube ich, war es. Kein großes Problem. Für unsere Horden. Von Kaun habe ich jetzt leider nichts mehr gehört. Also scheint es erstmal keinen Stream mehr so zu geben. Aber mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann selbst was. Ich muss jetzt eh mal gucken. Ich habe jetzt das neue Internet. Ich werde jetzt auch wieder schauen, dass ich regelmäßig Videos hochlade. Und die Thumbnails und Beschreibungen und Playlists und alles mache. Jetzt, wo ein neues Internet da ist, wenn das so funktioniert, wie ich mir das wünsche, dann ist auch wieder ein bisschen mehr Motivation da. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Und dann könnte ich... die Riesen habe ich ja schon. Dann nehmen wir noch den Regen. Dann könnte ich da mal gucken. Vielleicht mache ich dann so ein Fun-Turnier oder keine Ahnung. Und caste sowas. Das könnte auch unglaublich lustig sein. Vor allem, weil ich halt im Competitive Play, was Herr der Ringe angeht, gar keine Ahnung habe. Ne? Die Frage ist... Also du rennst erstmal so dahin. Ich glaube, ich nehme Wolfsreiter. Alles voll mit Wolfsreitern. Lasst die Hunde los. Nee, Ihr macht's mal. Du machst mal. So. Grab und Holz stirbt instant. Sehr schön. Der hat Troll beherrschen, ne? Das ist so unglaublich mächtig. Man kann halt, das Geile ist, man kann halt wirklich einen Troll des Gegners beherrschen. Dadurch. Das ist so stark. Also eigentlich ist es broken. Weil du kannst gegen Rogash kannst du halt tatsächlich keine Trolle spielen. Es geht einfach nicht. Also es wäre dumm. Ne? Weil du... Wenn du zwei Trolle hast gegen Rogash und der nimmt dir einen weg, dann verlierst halt 50%. Ach, es war Theoden. Okay. Du verlierst halt. Whoopsie, wow, no. Du verlierst halt dann, zumindest was die Trolle angeht, 50% deiner. Also nicht. Du verlierst nicht nur 50% deiner Kraft, sondern der Gegner kriegt noch diese 50%. Also verlierst du eigentlich... Das ist zwar jetzt mathematisch vielleicht nicht ganz korrekt, aber man könnte argumentieren, du verlierst sogar 100% deiner Kraft. Weil du die Kraft, die der Gegner gegen dich aufwendet, plötzlich aufwenden kann, auch aufwenden musst, um sie abzuwenden. Ne? Also das ist... Ich würde sagen, wenn du zwei Trolle hast und dir wird einer weggenommen und dein Gegner kriegt ihn... Dann verlierst du quasi 100% statt nur 50. Obwohl du bloß die Hälfte deiner Truppen verlierst. Weil du brauchst ja dann
mehr Truppen, um die Truppen, die der Gegner plötzlich mehr hat, zu besiegen. Auch wenn es jetzt bloß dieser eine Troll ist, aber insgesamt. Halt. Naja, das ist schon manchmal ganz lustig, was ich hier so für Zeugs erzähle. Wo ist denn jetzt der letzte Baumeister? Genau, GG. Und Rogash hat ein Level-Up bekommen, auch sehr nützlich, wenn der Troll reinspringt. Deshalb, ich glaube, Rogash kann auch diesen Jump 8,89 wieder sehr schön. Kann auch diesen Kriegssprung, der halt so unglaublich stark ist.